Nochmal gerade schnell hier. Ach, hier liegt übrigens ein bisschen davon. So, meistens sind ja dafür irgendwo Schalter. Hier hat irgendjemand Energie überbrückt. Offline, offline, offline. Achtung, ja. Hier habe ich ja eben... Achso. Hier habe ich ja eben auch schon überall geguckt. Da konnte man nicht drücken, ne? Ich muss wahrscheinlich irgendwo die Energie wiederherstellen und nochmal zurücklaufen, um dann zu gucken, ob das Ding offen ist. Ist jetzt meine erste Vermutung, die ich habe. Okay, so. Dann gucken wir doch mal, was es mit diesem riesigen Portal da unten auf sich hat. Eventuell müssen wir da nochmal zurück in die Hölle. Speicherpunkt, okay. Gerade mal ein bisschen Zielübungen hier machen. Ach, das sind die, die halten ein bisschen mehr aus, ne? Naja, so halbwegs. Ich kann dieser Waffe irgendwie nicht wirklich was abgewinnen. Ich weiß auch nicht warum. Ey, was? Wieso lebt denn der noch? Der ist doch getaumelt. Ich glaub's ja nicht. Da lebt er einfach noch. Wie kann er es wagen? Ja, genau. Das sage ich auch jeden Morgen, wenn ich aus dem Bett komme. So. Ah, siehst du mal. Irgendwer ist hier verdammt sauer. Ich weiß nicht wer, aber... Irgendwer hat keinen Nachschlag beim Mittagessen bekommen. So. Da wäre ich auch sauer. Was haben die hier gemacht? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, die haben hier versucht, irgendwie die Argent-Energie auf Dämonen oder auf... Ja. Ja. Das waren sehr motivierte Mitarbeiter hier. Das sehe ich schon. Die hatten Spaß an ihren Experimenten. Was zur Hölle? Hier wollte ich gar nicht rein. Natürlich, natürlich. Ach du Scheiße, hier ist ja richtig was los. Oh, der Große ist aufgestanden. Hihihi, hallo. Bin hier gar nicht da. Ich bin hier überhaupt nicht da. So, wo geht's hier hin? Muss mal gerade gucken. Ah, okay. Da oben gibt es ein bisschen Vierfachschaden. Ich glaube, das möchte ich ganz gerne haben. So, hier ist ein Rundweg. Das ist schon mal gut. Rundwege sind immer schön. So. Huppada. So, komm her. So, jetzt räumen wir mal ein bisschen auf. Mr. Revenant? Ich glaube nicht. So. Oh, den Großen, den könnte ich hier direkt schon mit dem Vierfachschaden platt machen. Jawohl, super. Hat auch schon gesessen, allerdings habe ich ziemlich viel Schaden genommen. Ich muss ein bisschen aufpassen. So, da kommt schon wieder alles angeflogen. Ah, hier, guck mal. Da können wir nochmal hier einen hinmachen. Ich könnte da unten eventuell auch die BFG einsetzen. Aber ich glaube, die BFG hebe ich mir tatsächlich für den Endkampf auf. Ich wette nämlich, dass hier irgendwie noch was Endboss-mäßiges kommt. Wenn wir schon gerade den Cyberdemon gesehen haben, dann kommt hier mit Sicherheit gleich auch noch was. So, kommt da was von links? Nee, okay. Dann können wir hier mal gerade ein bisschen aufräumen. Wow, okay, da kommt da was von links. Vielen Dank für die Blumen. Ah, ich hänge, ich hänge, ich hänge. Wer hängt? Was? Du kleiner Sack, ne? So. Oh, scheiße, ich bin hinter die Treppe gekommen. Wollte ich gar nicht hin. So, da mal gerade ein bisschen aufräumen, Alter. Okay, warte mal, der taumelt. Ich brauche mal hier ein bisschen... So, dankeschön. Was zum Aufladen. Oh Gott, da ist ja auch noch richtig Party. So, komm mal hier. So. Dich nochmal weg hier. Dankeschön. Kommst du denn schon wieder her? Es ist so fett und so beweglich. Das gibt's eigentlich gar nicht. So, mein Freund. Guten Appetit. Neues Sparmenü bei McDonald's. So. Ach du lieber Gott. Hier ist ja... Oh, no. Oh. Ja gut, das geht auch. Wollte ich eigentlich so gar nicht. Ach, der räumt da wieder auf. Dann lassen wir den mal gerade ein bisschen. Ich guck mal hier gerade noch ein bisschen nach dem Rechten. Wenn er da unten aufräumt, ist das auch okay. Da ist nichts mehr. So. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn die keine Gegner mehr haben, die sie bekämpfen können oder mich bekämpfen können, dann fangen die an, sich gegenseitig zu bekämpfen.
Bringt so nichts. Okay, wir müssen erstmal die Kleinen wegschaffen. So. Habe ich noch was für den Raketenwerfer? Haben wir. Okay, sehr schön. So, dann decken wir den da mal noch ein bisschen mit ein. So, sehr schön. Dafür habe ich immer noch keine Munition. Warte mal, auf der 6 war die Superschrotflinte, ne? Die nehme ich jetzt mal. Damit räumen wir jetzt mal ein bisschen auf. Natürlich. Weißt du, da denkst du, es kann ja mehr schlimmer kommen und dann kommen die hier. Ist ja klar. So, hier. So. Und tschüss. Das war der erste. Oh, habe ich für die andere gar keine Muni mehr. Ach, da ist ja noch so einer. Toll, 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 toll. Habt ihr euch abgesprochen, ne? Finde ich ganz toll. So, komm mal her. Ach, scheiße, das sind gar keine Explosionsfässer. So ein Mist. Ich dachte, das wären Explosionsfässer. So, der hat gesessen. Der hat auch gesessen. Jawohl. Oh, da hängt das Spiel. Oh nein, oh nein, oh nein. Kriegen wir das nochmal hin? Oder kriegen wir das jetzt nicht mehr hin? Weil wenn wir es jetzt nicht mehr hinkriegen, dann muss ich leider Schnitt machen. Okay, kleinen Moment. Okay, alles klar. Hat sich wieder gefangen. Alles okay. Ich brauchte nichts rausschneiden. Er hat nochmal ganz kurz gestockt. Ich weiß nicht, woran es lag. Ui. So, und das alles ohne Kettensäge. Ich hatte kurzzeitig mal die Intention, die doch zu benutzen, aber es ging auch ohne, Gott sei Dank. Mann, 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 dass alles neulich in dieses blöde Loch gefallen bin. Ich weiß gar nicht, ob man da... Ach, guck mal hier, das ist aber kein Cyberdemon, ne? Das ist einer von diesen fetten. Das ist ein Mankubus. Das ist einer von den Mankubus. Ach, hier hätte ich auch drauf gekonnt, guck mal an. Ich glaube, durch dieses Loch wäre man so oder so gefallen. Ich bin mir allerdings nicht sicher. Vielleicht wären wir auch noch weitergekommen. Na schön. So. Wo geht's denn jetzt hier weiter? Gerade mal ein bisschen durchatmen kurz. So, da unten ist die Tür, ne? Oder geht's hier... Ach, es geht in zwei Türen weiter. Nehmen wir doch mal diese Tür hier. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass wir gleich hier noch irgendwas Großes kriegen. Weil, wie gesagt, da wird nicht umsonst irgendwie der Hinweis auf den Cyberdemon sein. Verdammt, kann ich ja nicht durchschießen? Boah, wie gemein. Da möchte man einmal seinen Job machen. Einmal. Und dann sowas. Okay, das war ordentlich Muni. Und hier liegen irgendwie die Brotkrümel auf dem Boden. Ich weiß nicht so recht. Ich traue dem ganzen Laden hier nicht. Ach so. Jetzt bin ich wieder hier. Ich bin irgendwo falsch abgewogen, glaube ich. Ja, ich muss da durch. Ist schon klar. Ist schon klar. So, was ist hier noch? Kriegen wir da hinten auch noch ein bisschen Munition? Dann gehe ich jetzt gerade nochmal hier rum. Aber das sieht nicht danach aus. System offline. Naja, gut, dann... Und weiter geht's. Oh. Ach nee, da kommen auch die. Okay, da kommen auch die. Dann räume ich lieber hier mit auf. Ich könnte hier auch die BFG benutzen, aber ich werde mich gerade mal hier drauf beschränken, glaube ich. Weil wir nur die kleinen Unbeweglichen haben und hier die zwei. Das kriegen wir auch so hin. So. Ist die Katze gesund? Freut sich der Mensch hier. Friskas. Friskas oder Friswas? Whiskas, mein Gott. So. Rein damit. Ja, ja. So, Gott sei Dank kam auf der anderen Ecke nicht auch einer. Da wollte ich nämlich gerade ausweichen und dann... So, ich muss mal hier gerade... Natürlich ist die Muni alle. Natürlich. So, da war ich mal ein bisschen knacking on Heaven's Door. Wobei, ich glaube, bei euch ist der Heaven Geschichte. Der hat gerade böse reingehauen. Der hat gerade böse reingehauen. So, lass mich mal gerade hier, bitte.
Jawohl. So. Vielen Dank. So, nicht genügend. Schade. Jetzt geht's aber rund. Jetzt wollen sie es aber wissen. Nochmal hier auf den letzten Metern. So. Jetzt wollen sie es aber wirklich nochmal wissen. So, dann mal unten gerade hin. So, heißt, heilt leider nicht. Das ist so ein bisschen... der eine ist hinter mir, ne? So, jetzt hier noch... scheiße. Das war nicht so gut. Ich voll in die Wand gepfeffert. Was ist mit der Musik? Eben war noch so schöne Musik. Ist leider nicht mehr. Oh. Dämonenpräsenz eliminiert. Das war's schon? Ich hätte mit mehr Widerstand gerechnet. Das reicht eigentlich auch. Ei, okay. Langsam werden die Kämpfe hier, die werden langsam echt sehr anstrengend, muss ich ja mal ehrlich sagen. So, und jetzt drücke E. Aha. Ei, ei, ei. So, ich guck mal gerade, ob noch irgendwas Tolles hier... Was sind das hier alles? Artefakte, wa? Ja, für Sightseeing-Tour habe ich leider keine Zeit. Wir müssen weiter. So. Irgendwo noch hier ein bisschen... Ich habe lange nicht mehr auf die Karte geguckt. Ja, da oben wäre noch eine Elite-Wache. Ich weiß aber nicht, wie wir da hinkommen. Ja, schade. So, nochmal heimlich was getrunken. Diese Flashbacks sind irgendwie auch sehr merkwürdig manchmal. Okay. Schließe das Portal, beschaffe den Helixstein. So, wir haben 6x Waffenpunkte. Was habe ich denn jetzt hier angewählt? Ach so, ja. So, sofort laden wollte ich eigentlich machen. Reduziert die Nachladezeit. Jawohl. So. Und für den Anzug können wir, glaube ich, nichts machen, ne? Ich guck mal gerade, aber ich glaube, da haben wir einen Punkt zu vergeben. Und das sieht hier nicht danach aus. Wir brauchen mindestens 2. Okay, da müssen wir noch ein bisschen was holen. Okay, so. Ist das der Stein, den wir besorgen müssen? Ich habe keine Ahnung. Der sieht ein bisschen groß aus. Das wird nichts mit in die Hosentasche stecken. Oh je, das sieht nach Arena aus hier. Das sieht auch eindeutig nach Arena aus. Das sieht definitiv nach Arena aus. Was ist hier alles für ein komisches Zeug? Kann man hier irgendwas mitmachen? Nee, ne? Ja, das sind anscheinend irgendwelche Gesteinsproben oder sowas. So, wie sieht es denn hier allgemein aus? Oh, da ist eine Puppe! Da ist eine Puppe. Ah, hallo. Na, junger Mann. Wie sieht's aus? Ha, diese Musik. Samuel Hayden Modell. Gifttyp haben wir bekommen. Sehr gut. Na, sehr schön. Freut mich. Haben wir noch ein Geheimnis gefunden. Wunderbar. So, hier können wir überall sonst nichts mehr machen. Ich guck mal gerade. Nee, ist einfach nur rund und da hinten geht's weiter. Okay, ich bräuchte mal wieder ein bisschen Muni, ehrlich gesagt. Ich habe ein bisschen wenig gerade. Da gehe ich nicht drüber. Ich weiß nicht, was das ist. Du hättest nicht zulassen dürfen, dass dieser Ort entdeckt wird. Wer spricht da? Du hast versagt. Das war nicht ich, sondern Samuel. Er hat sie zu seinem Grab geführt. Bitte, wir schaffen es. Versprochen. Das Tor wird wie geplant geöffnet. Okay, war das jetzt Satan oder wer war das? Ich habe keine Ahnung. Olivia Pierce, okay. Samuel sah Olivia als sein Ziehkind. Er unterstützte sie während ihrer Ausbildung und war die treibende Kraft hinter ihren Berufungen in den Weltwissenschaftsrat. Olivia kam als Gründungsmitglied von Nanostruct Aerospace and Defense Systems zu Reichtum, teilweise auch aufgrund ihrer
einer beachtlichen Spende von Samuel. Olivias Karriere zeigte steil nach oben und Samuel bot ihr schließlich bei der USC die Möglichkeit, ihr eigenes hochmodernes Labor zu gestalten und zu leiten. Olivia lehnte allerdings mit der Begründung ab, sie habe kein Interesse an Energie, am Energiegeschäft. Als Olivia Nanostruct schließlich doch verließ, war das ein Schock für die Wissenschaftsgemeinde. Sie gab eine einflussreiche Position auf, um auf einen abgelegenen Außenposten zu arbeiten, 140 Millionen Meilen von der Erde entfernt. Ein ehemaliger Kollege von Olivia bei Nanostruct behauptete, Samuel habe Olivia ein Artefakt geschickt, das nahe des Archenbruchs gefunden worden war. Daraufhin seien sie regelrecht besessen davon gewesen, zu USC zu wechseln. Einige Wochen später nahm sie das Angebot an und wurde Leiterin des Lazarus-Projekts. Sie war lediglich Samuel Hayden unterstellt. Da sieht sie auch nicht mehr so ganz gesund aus, ne? Also ich fand ja das eine Bild, was wir mal gesehen haben von den Mitarbeitern an dieser Wall of Fame, da sah sie ja noch relativ gut aus, ne? Die war wirklich mal relativ ansehnlich. Ich denke mal, das ist der Einfluss von diesen Dämonen. Na, schau doch mal einer an. Wen haben wir denn hier? Das sind wir, ne? Das sind doch wir und unser Sarkophag. Interessant. Schild haben wir auch lange nicht mehr bekommen. Ich muss unbedingt nochmal Schild leveln. Und hier. Ja, apropos. Apropos, hier kriegen wir doch noch ein bisschen was. Yes. Sehr schön. I've got the power. Entschuldigung. So, Rüstung hatten wir gesagt, ne? Rüstung ist ganz gut. Habe ich jetzt natürlich schon eingesammelt, aber ich glaube, das geht trotzdem dann hoch, wenn man das verbessert. Sieht aus wie ein Alien, ne? Sieht aus wie ein Alien. Ja, definitiv. Nur in groß. Ein bisschen vergrößert. So, hier ist schon wieder so ein Ding. Max. Ist das vielleicht Munition für die, hier, für die BFG? Kann das sein? Dreimal. Warte mal. Ja, ich weiß, das war jetzt riskant, aber ich konnte mir sonst nichts darunter vorstellen. Okay, das ist BFG-Munition. Alles klar. So, wir haben drei Schuss für die BFG. Oh Gott, ich ahne irgendwie Schlimmes gleich. Ich ahne Schlimmes. Hier kommen wir auch sonst nicht mehr weg, ne? Ja, wir müssen wieder zurück. Es hilft nichts. Hier können wir uns nochmal aufladen. Das machen wir auch noch. So, ich glaube, wir kriegen gleich Besuch. Ich weiß nicht warum, aber irgendwas sagt mir, dass wir hier gleich... Ich gehe hier irgendwie falsch. Wo muss ich denn hier lang? Muss ich hier irgendwas machen? Ich muss hier... Ah, hier muss ich was machen. Das Helix-Eindämmungsfeld. Ich frage mich, ob wir jetzt die anderen Terminals auch verwenden können. Das wäre natürlich super. Weil es waren ja noch ein paar Türen, in die ich nicht reingekommen bin. So, ist jetzt hier der große Kampf? Ich weiß es nicht. Das sieht irgendwie alles hier so... Ja, so nach Megakampf aus. So, muss ich jetzt lang? Alle Terminals verfügbar. Ah, okay. Dann ist das hier wohl der Helixstein. Okay, was immer das ist. Danach hat sie gesucht. Vega, hast du den Ort? Ja. Er befindet sich in einer unbekannten Region im Reich des Titanen. Aber für ein Portal muss ein weiterer Argent-Akkumulator bersten. Der einzige Akkumulator in diesem Sektor befindet sich in Exemplar CD587. Du musst ihn entfernen. Sobald du den Akkumulator entfernt hast, wird er instabil. Dadurch sollte ein Riss entstehen, der dich in ihre Welt bringen kann. Mit dem Kettensystem, das ich in deinem Anzug hochgeladen habe, können wir deinen Ankunftsort bestimmen. Du musst den Schmelztiegel bergen. Ohne ihn können wir den Brunnen nicht versiegeln, um das Höllenportal hier auf dem Mars zu schließen.